Um mit dem Panther von Level 19 auf Level 20 zu kommen, müssen wir in der Region Driftwood Islets in weniger als 60 Sekunden 10 Gegner töten. Wir müssen 3 Gegner mit 3 verschiedenen Schusswaffen innerhalb von 15 Sekunden töten, ohne entdeckt zu werden. Und 2x 5 Kopfschüsse in 20 Sekunden schaffen. Okay. Driftwood Islets. Da sind wir schon. Hier gibt es eigentlich nur das Camp Kodiak, wo man diese Herausforderung schaffen kann. Diese erste, 10 Gegner. Denn alles andere hier sind hauptsächlich Drohnengebiete. Und hier noch das Testgelände, da sind aber auch mehr Drohnen als Menschen. Also bleibt uns eigentlich nur das Wolf Camp Kodiak. Und genau dort sind wir bereits. Das Problem ist, dass es dort halt auch einen Haufen Drohnen gibt. Die Drohnen würde ich an und für sich gern mit den Simultanschuss-Drohnen ausschalten. Komm, ich weiß, dass da immer einer stand. Wo ist der? Hat Feierabend oder so? Gut, da unten der läuft da rum und der Raketenschütze steht da. Gut, ich kenne mich hier zufällig gerade im Moment noch ein bisschen aus, weil da die Nebenmission von gestern stattgefunden hat. Allerdings mit KI-Kameraden natürlich. Die werden mir so an für sich nicht gefährlich. Roger, verstanden, hier auch. Aber da unten gibt es eigentlich noch genügend Gegner, also mache ich die hier schon mal weg. Einfach damit die mir nicht mehr gefährlich werden. Und dann. Hier ist alles sauber. Hat da hinten jemand was gerufen? Nee, ne? Hier war niemand sonst. Die Kiste ist wieder lootbar. Oh, nice. So, einmal hier mitten rein. Und die hier. So. Frage ist, kriegen wir 10 Gegner hier hin? Warum ist der denn nicht gestorben? Weil ich den Kopf nicht getroffen habe. Sag mal! Was ist denn mit meinem Aim los? Ich sehe keine Gegner mehr, das ist schlecht. Keine Gegner mehr da, ich sehe keinen mehr. Und ich bin entdeckt. Geil. Na komm, töte mich gerade. Töte mich! Töte mich! Und da ist mir gerade aufgefallen, ich kann ja auch jetzt die Klassentechnikanzeige wieder ausschalten. Die haben wir für die letzte Herausforderung gebraucht, auf Level 18 auf 19. Aber jetzt brauchen wir die ja nicht mehr, da kann ich diese störende Anzeige wieder deaktivieren. So. Okay. Wo bin ich? Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Aber ich hätte mich eben sollen vorher einsprühen. Das ist mir leider zu spät dann aufgefallen, nachdem ich schon geschossen habe. Und was natürlich auch gut gewesen wäre, wenn ich nicht so hart daneben geschossen hätte. So, zuerst sprühe ich mich ein. Dann werfe ich. Oh Gott. Das Ding darunter. Schieße hier. Eins. Zwei. Schicke die da drauf. Oh Gott, das dauert alles viel zu lang. Aber gut. Wo ist die dritte? Wo ist die dritte?
Da. So. Warum ist der denn jetzt stehen geblieben schon wieder, Mann? Ich habe nicht getroffen, weil er stehen geblieben ist. Sehe ich wieder keinen. Der Scharfschütze in dem Turm, was ist mit dem? Wo ist der? Keine Ahnung, ob ich den getroffen habe. Geschafft! Geschafft! Nice! Nice! Weg hier! Oh Gott, geschafft. Sehr schön. Achso, ich wollte die Kisten noch looten. Verdammt, hab ich vergessen. Sorry, aber ich muss hier nochmal durch. Es ist doch wieder nicht mehr lootbar. Toll. Oh, und dann werde ich natürlich weggesniped. Gut, das war aber auch, ja, das war verdient. Wer loot geil ist, der wird halt eben weggesniped. Das ist einfach in jedem Spiel so. Egal ob PvE oder PvP. So, jetzt müssen wir 3 Gegner mit 3 verschiedenen Schusswaffen, ohne entdeckt zu werden. So, wo gehen wir denn hin? Wir gehen zu meinem Lieblingsbiwak. Da unten hin, genau. Und dann müssen wir natürlich die taktische Einstellung ändern. Ich muss sowieso ins Biwak dann. Hier. Plätze für Primärwaffen 2. Oder habe ich zufällig noch eine drin? Natürlich nicht. Also setzen wir uns kurz ins Biwak. Kann die gleiche Waffe auch noch. Wobei, nee, es müssen 2 verschiedene sein. Ich traue dem Spiel noch zu, dass wenn ich da jetzt zweimal dieselbe Waffe aus oder zweimal die gleiche Waffe ausrüste, dass dann nichts gut ist. Dass es nicht gut ist. So, haben wir eine Uzi. Gut. Alles klar, also hier können wir nochmal Sensor-Hack. Dann ist meine Panther-Klasse wieder komplett perfekt. Ja gut, Essen brauchen wir nichts, wir dürfen eh nicht entdeckt werden. Sofort aufbrechen. Gut, 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 gut. Ich bin so froh, dass wir das Schwierige schon hinter uns haben. 5 Kopfschüsse in 20 Sekunden. Ja gut, das können wir woanders machen. Hier haben wir eine Patrouille mit 3 Leuten. Das ist perfekt. Dann fangen wir mit der Pistole an. Och nee, es kommt da so ein blöder Buggy mit. Ist nichts. Geschütz. Keine Bewegung. Gar nichts. Und dann fährt er auch noch im Schritttempo da lang. Dann gibt an der Kreuzung gibt er plötzlich Gas. Ja, das macht total Sinn. So, habe ich schon ausgewählt. Gut. Nee, Mann. Darf doch nicht entdeckt werden. Leute, da drüben ist jemand. Oh, nicht hier. Das war ich natürlich entdeckt. Komm, töte mich gerade. Komm. Ja, mach. Muss ja jetzt natürlich dann noch ein Auto von der anderen Seite kommen. In dem Moment, wo ich halt meine Aktion starte. Mann, Mann, Mann. Wie ätzend. Dum, 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 dum. Aber wir wissen jetzt mit Blendgranate, das würde grundsätzlich ganz gut klappen. Ist natürlich keiner mehr hier. Wieder mal. Ist da hinten eine Patrouille. Da läuft ja auch gerne mal eine rum. Keine. Irgendwie ist auch seit dem Server, ich weiß nicht, also es gab ja irgendwie die letzte Woche so ein Serverproblem. Da sind genug Gegner. 5 Kopfschüsse in 5 Sekunden, in 20 Sekunden ist das da, was da vorne ist. Ja, Ubisoft hat getwittert, es war eine Server-Degradation.
Also eine Serverdegradierung. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ob das heißt, dass der Server irgendwie abgeschmiert ist oder so. Gut. So, das haben wir einmal. 5 Kopfschüsse. Gut. Ist das da? Wie viele Gegner sind da? Drei, denn die Drohne zählt auch. Alles klar. Aber ohne entdeckt zu werden. Oh, Moment. Ich habe doch das nicht von Drohnen entdeckt werden Spray. Und die nicht von Menschen entdeckt werden Granate habe ich auch. Wo ist er? Ich kann nicht so hoch zielen. Was soll die Kacke? So, aber wir haben es geschafft. Okay, gut. So, die Herausforderung wäre geschafft. Das müssen wir nur noch einmal 5 Kopfschüsse in 5 Sekunden schaffen. Und das ist super easy. Denn da gehen wir einfach dahin, wo wir eben, also für mich eben, für euch letzte Folge, die letzte verbleibende Herausforderung gemacht haben. Heieieiei, das ist ja wie ein Matchbox-Auto. So. Da gibt es nämlich ganz, ganz viele Gegner. So, dann werfen wir hier schon nochmal irgendwie da so ein Ding hin. So, das ist irgendwie nicht so weit geflogen, wie ich das gehofft habe. Das hat gar nichts gebracht, quasi. Sonderbar. So. So, dann warten wir mal, bis die da rausgedackelt kommen. Kommen nicht raus, oder? Ich weiß nicht, ob die. Vielleicht kommt. Wollte gerade sagen, vielleicht kommt ein Auto und dann werden sie überfahren. Oder? Ah, ne, sind. So, da kommen jetzt viele. Aber es heißt ja nicht, ich darf nicht entdeckt werden. Und da kann ich eigentlich auch mal ausprobieren, ob die Simultanschussdrohnen da zählen, weil es sind ja eigentlich auch Kopfschüsse. Ist der andere, der da war? Da. So. Hä? Wo ist der? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Wo war der denn? War der auf dem Stein? Was war das denn? Okay, dann jetzt eben keine Spielereien mehr mit den Simultanschussdrohnen. Dann wird jetzt halt einfach. Werden jetzt halt einfach Kopfschüsse verteilt. Was soll der Geiz? So, 1, 2, 3, 4. 5. So, erledigt und damit sind wir auf Rang 20, Maximalrang. Haben es endlich geschafft. Panther ist erledigt. Nice. Okay, bin ich froh, dass das hier vorbei ist. Und in der letzten Folge habe ich ja erwähnt, dass die Level-Let's Play-Dinger eigentlich, sie haben eigentlich keine Daseinsberechtigung, so von den Aufrufzahlen her. Ich werde die weitermachen, aber ich werde die jetzt erstmal pausieren, bis ich mir da was überlegt habe. Denn den Aufwand, diesen zeitlichen Aufwand, den stecke ich dann lieber in das normale Let's Play
oder halt in Tutorials. Denn ich habe auch eine Umfrage gemacht im Community-Tab auf dem Kanal. Und da haben etwas über 100 von euch haben abgestimmt. Schon mal doppelt so viele, wie typischerweise hier so eine Folge Level-Let's Play sehen. Und ja, die meisten schauen am liebsten halt Tutorials und Guides. Auf dem zweiten Platz sind News und so. Gut, ob es News gibt, das kann ich jetzt selbst nicht beeinflussen. Aber ja, also Guides und Tutorials, das kann ich sehr wohl beeinflussen, dass es die gibt. Und da die meisten von euch die lieber sehen wollen, was sich natürlich auch in den Aufrufzahlen widerspiegelt und die Level-Let's Plays da tatsächlich auch ganz hinten angesiedelt sind, da, also zusammen mit den Let's Plays, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, da werde ich meine Zeit lieber in die Tutorials und Guides stecken. Gut, was haben wir hier freigeschaltet? Die Scorpion Evo 3 Tactical. Kann ich die hier so upgraden? Ja, dann mache ich das gerade mal noch. Und ja, ich werde mir da was einfallen lassen. Vielleicht bringe ich die Klassenlevel-Let's Plays dann später nur, also immer eine am Tag, aber dafür an drei Tagen die Woche oder so. Ich habe das hier ursprünglich gemacht mit den drei Folgen am Tag, weil die anfänglichen Folgen immer so kurz sind. Also die ersten Levels sind immer so kurz und ja, deswegen habe ich das ja gemacht. Und dass es halt auch nicht immer so lange dauert, bis so eine Klasse fertig gelevelt ist. Aber es ist halt so ab Level 8, 9 so rum aufwärts. Es ist halt immer ein enormer Zeitaufwand, der da betrieben werden muss, um halt so eine Folge zu produzieren. Und was die Renderzeit angeht, also kannst du ungefähr rechnen, die fünffache Länge einer Folge, so lange dauert es, die Folge zu rendern, also zu encodieren. Also wenn ich eine Folge von einer halben Stunde habe, dann dauert die 2,5 Stunden, bis die fertig gerendert ist, damit ich sie hochladen kann, was dann auch nochmal 2 Stunden dauert. Und ja, also der Zeitaufwand ist gemessen an den Views eigentlich absolut ungerechtfertigt. Oh, die Waffe schießt wieder nicht genau. Wo schießt die denn hin, die Waffe, sag mal? Meine Güte. Wie ich das hasse, wenn die Waffen nicht genau schießen. Manchmal haben die irgendwie diesen Bug, ne? Jetzt geht's. Naja, okay, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ich werde sehen, wie ich das weitermache. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tutorial morgen oder Let's Play oder was auch immer. Was halt kommt, was du halt schaust. Vielen Dank fürs Dabeisein und vielen Dank vor allem fürs bis jetzt noch zugehört haben, denn das ist auch nicht selbstverständlich. Und ja, dann sehen wir, beziehungsweise hören wir uns im nächsten Video. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.